Jo, herzlich willkommen zu einer zweiten Lektion Java für unserem TG. Nachdem wir letztes gesehen haben, was Klassen und Objekte sehen, wollen wir euch dann heute ein paar kurzweise, wie gesehen zu Klassen aus, wenn ihr sie am Java programmiert. Voilà. Weil Objekte sind schön, aber wenn ich nicht programmieren kann. Ja, dann hilft nicht ganz viel. Dann ist es just eine Theorie. Wir haben hier ein Outil, ein ganz super Outil geschrieben vom Herrn Fisch. Den erlaubt das hier am Java ganz gut zu programmieren. Hier sind wir. Das Beispiel, das wir von der Vierteln hatten, mit diesem Auto an der Motor, wo man heute programmiert. So gesagt, dann sehen wir dann drei Klassen, wie weit der drei. Wir haben ein Auto, sein Motto, wo man dann da steht, und wir haben einen Kurs. Das sehen wir mich spät am Kurs. Ja. Ja. Lass mal zwei Auto gehen nicht fahren. Also, wie gesagt, Matthias. Mich spielen können. Ja, wissen wir spielen. Das ist eine Frage zu weisen. Da nennen wir ein Klassendiagramm. Wir werden mit einem Diagramm, das ist ein Zeichen, mit Klassen dran. Ja. Das ist kein Objekt, das ist just Klassen, die du kannst beschreiben. Wie gesagt, so ein Code aus von einer Klasse, wenn man halt zum Beispiel den Engine, wie gesagt, so etwas aus. Also geht dann am Java programmiert. Da sind wir der Class-Engine, mit den Attributen, die so geschrieben. Und hier sind Methoden. Hier ist eine Spezialmethode. Das ist ein Konstruktor, haben wir die genannt, die sind wir auch später am Kur. Ja, den könnt ihr viel bei der Assoziation. Also, ihr seht alles, was immer zur Methode kann machen, also Start, Stopp, den Wert ändern, Rechnungen machen. Das ist um sich nicht ganz kompliziert. Mit Syntax, was das, was wir machen. Syntax ist das, was wir machen, da das den Hauptplafen ansehen, Und ich habe den Auto, den ist ein bisschen komplex, da sind mehr Methoden dran, mehr Attribute dran. Aber wenn ich so ein bisschen gucke, da ist schon ein bisschen mehr Sachen dran, wie auch so ein bisschen mehr Lust sein, Bidonen, richtige Rechnungen. Das ist aber alles machbar. Ja, und da klären dann effektiv klar die Anbedingung von dem Rechteck mit dem Namen von der Klasse. Namen von der Klasse. Und können die Attribute getrennt von den Methoden. Das ist Strich, das gesagt ihr relativ gut. Das ist Strich-Trennung und das sind alte Methoden. Mit der Konstruktor, die gehört zu den Methoden. Ja. Und dann habe ich auch beim Engine das selbe, den Namen von der Klasse, Attribute und Methode. Ja. Der Reis, ein Attribut und verschiedene Methoden. Direkt eine Bemerkung, wir können noch Klassen haben, die kein Attribut haben, die nur Methoden haben. Es gibt noch Klassen, die haben nur ein Attribut, auch keine Methode. Ja. Das Seelen, wir sind da wahrscheinlich gut am Kur, weil das nicht ganz logisch ist, das geht nicht. Ja. Für uns, aus der Zeit, die Standard einer weiß, ein oder mehr Attribute, ein oder mehr Methoden. Das ganze Bild dann eben ein Projekt mit mehr Klassen. Aufgepasst, das Projekt wird nicht mit dem Namen von der Klasse sein. Das ist immer ein anderer Name. Das muss ich nicht mehr getrennt wählen. Ja. Kit, dass wir im Anfang eben ganz richtig Beispiel mal, wo man eine einzige Klasse für könnt. Ja, für zu weisen, dieses Projekt heißt Race Underscore Simulation. Ja. So haben wir das Projekt genannt. Wird nicht mit den heutigen Klassen zu tun und die beinhaltet die drei Klassen. Okay. Voilà, das war doch schon für das zweite Lektion Java von unserem TG. Wir sehen uns vielmals. Merci für den Nullausstrahl. Bis nächstes Mal.